Ich stehe auf zwei Beinen. Mein Vater ist in Zürich geboren, ist ein Arbeiter, er war Maurer von Beruf, also ein Proletarier. Und meine Mutter ist aus dem Engadin, eine Tochter eines Bauern. Und sie haben sich kennengelernt in St. Moritz, wo mein Vater Bauführer war vom Suvretta Hotel, vom jetzigen Suvretta Hotel. Und meine Mutter hat die Kantine geführt, so haben sie sich kennengelernt. Und da ich zwei Biotope hatte, nämlich die zürcherische städtische Biotop und das sehr primitive, aber hochkultivierte Engadiner Erde, den Bauern, hatte ich lange Jahre große Probleme. Eigentlich noch heute beschäftigt mich das, in Permanenz. Nämlich auf der einen Seite das Rationale, das Zwinglihafte, die Ökonomie, vor allem aber auch die politische Verantwortung. Mein Vater war Sozialist und ein Gläubiger. Diese Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die habe ich von der Stadt her. Wohingegen die Sensibilität und die Empfindungen, die Fragen von Freude, von Angst, von Not, von Sinnlichkeit, die habe ich aus dem Engadin. Und dieses Zusammenführen von diesen beiden Polen war für mich über viele Jahre das eigentliche Problem. Also nicht im Sinne gegenüber der Gesellschaft, sondern im Sinne gegenüber mir selbst. Und bis ich erkannt habe, dass diese beiden Pole eigentlich die Grundlage aller Kunst sein sollte, nämlich Verantwortung, eine Teilnahme, ein Interesse an der Gesellschaft einerseits und andererseits das Menschliche, die Schwächen und Stärken, die Schönheit und die Hässlichkeit, der Tod und das Leben. Alles das, die andere Seite, ist eben auch wichtig, nicht wahr? Thank you.
Ich hoffe, und es ist möglich, dass es so weit kommen wird, dass wir arm werden. Wir müssen arm werden, damit unsere Fantasie wieder eingeschaltet wird und wir uns wieder wehren, für Dinge zu machen. Und damit könnten wir auch den Schulen wieder einen anderen Sinn geben. Nicht wahr? Die besitzende Klasse, und das ist vor allen Dingen das Problem in der Schweiz, mehr als in Frankreich, wenn sie Besitz haben, dann wollen sie nicht ändern. Wenn einer kommt und das ändern wird, ist wie ich, dann ist er ein Nestbeschmutzer, ein Kommunist. Das war bei Max Frisch genau dasselbe. Wenn sie nichts haben, dann wollen sie die AHV, dann wollen sie den 8-Stunden-Tag, dann wollen sie die Sozialversicherungen und so weiter und so weiter. Nicht wahr? Die Eigentumswohnung. Und dieses Wollen haben wir aufgegeben. Wir sind von einer Wir-Gesellschaft in eine Ich-Gesellschaft verwandelt. Ich habe das gemacht. Und wir können mit einer Ich-Gesellschaft die Welt nicht ändern. Wir brauchen eine Wir-Gesellschaft. Und das ist, was die Kunstmuseen nicht machen und was die meisten Künstler leider nicht machen, was wenige Intellektuelle heute machen. Früher war das mehr mit Dürrenmatt, Frisch, Musch und so weiter. Das waren noch wir Menschen, nicht wahr? Und ich habe letztens mal geschrieben, das hat man mir sehr übel genommen, wer im Käse wohnt, merkt den Gestank nicht mehr.